Der Fug? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Die Sims 3. Nachdem ich jetzt eine halbe Ewigkeit nicht mehr aufgenommen habe, ich weiß, das sage ich am Anfang jeder Aufnahme, aber ich habe wirklich die letzten 2 Monate gar nichts mehr aufgenommen, sondern mich nur noch von Resten ernährt, sagen wir mal so, und alle Reste, die ich noch hatte, rausgerendert und auf YouTube geklatscht. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie ich diesen Satz angefangen habe, aber es gibt wieder Sims 3 Let's Play und so. Yay! Und das Ganze auch noch mit dem Erweiterungspack Showtime. Das ist jetzt auch noch dazugekommen und wow, das hat jetzt schnell geladen. Ja. Nachdem ich mich vorhin ungefähr eine gute Stunde über Origin geärgert habe, da ich mich wieder irgendwo online anmelden musste und Scheiß und Zeug und alles wegen Sims, und dann ging doch alles nicht und bäh, und auf jeden Fall spielen wir das Ganze jetzt heute offline, ist mir vielleicht auch so ganz lieber, weil dann kommt nicht diese ganze Zeit dieses "Möchtest du irgendwas online mitteilen?" Fenster. Ja, ich bin schon wieder stinksauer auf Origin, weil es einfach nur nervt. Und was noch? Ja, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen... Wow, das ging schnell. Moment, ich habe noch nicht fertig erzählt. Ich habe nebenbei noch so ein bisschen Panik, weil ich jetzt das neueste... Ich habe jetzt ja 2 Monate lang nicht mehr aufgenommen, habe mir jetzt wieder die neueste Fraps-Version geholt und habe keine Ahnung, ob ich einfach nur zu doof bin, es einzustellen oder ob sie das rausgenommen haben. Normalerweise, wenn man ja mit Fraps aufnimmt, werden einem rote Zahlen, die die Framerate anzeigen, an der Seite noch angezeigt. Die sind jetzt nicht mehr da. Deswegen habe ich jetzt immer Angst, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, ob ich den jetzt aufnehme oder nicht. Also wenn mir die Platte voll läuft, dann merke ich das gar nicht. Deshalb werde ich wahrscheinlich nur so... Ich habe mir hier eine Uhr hingestellt, mal schauen. Wahrscheinlich so nach einer Stunde werde ich dann mal ganz panisch die Aufnahme beenden und gucken. Ja, fangen wir doch mal an. Ich habe mir jetzt auch wieder ein paar neue Gegenstände geholt, beziehungsweise es wurden anscheinend welche ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung. Unsere Sims sehen noch alle so aus wie davor und es schüttet. Okay. Wie ging das jetzt? Geh in den Park und absolviere Casting. Montag, 20 Uhr. Es ist Montag, 5 Uhr. Okay, gut, dass wir das noch mitbekommen haben. Was macht der gute Ralf? Muss der arbeiten? Ach, Gruseltag. Okay, ich habe immer noch keine Ahnung. Ach, da sollten wir Kostüme besorgen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Chantal duscht. Chantal soll als nächstes irgendwas essen. Waffeln. Schaufel dir mal eine Portion Waffeln. Und du auch. The fuck? Ah, okay. Johnnys Frisur konnte anscheinend nicht mehr geladen werden. Dann änderst du mal ganz kurz. Ich wollte jetzt nicht sagen, er hat Krebs bekommen, weil das ist nicht witzig. Und Emily hat auch eine andere Frisur, wie es aussieht. Das ist nicht schön. Anscheinend wurden nicht mehr alle Frisuren geladen. Da muss ich dann nachher nochmal schauen, was sich da machen lässt. Änder mal dein Aussehen. Geht ja gar nicht, so wie du rumläufst, Mädel. Und warum ist das hier kaputt? Wer war das? Emily, hast du wieder gemacht kaputt. Änderst du mal bitte dein Aussehen, Mädel? Überall Überschwemmungen. Draußen, drinnen, Ralf hockt am Computer. Habe ich dem nicht gerade gesagt? Nee, der ist müde, der soll schlafen. Es blitzt. Boah, und es donnert. End das Brutalo-Spiel hier. Also nicht Brutalo, aber voll die düstere Stimmung. Weltuntergang und so. Was? Ach so, Aussehen ändern habe ich ja geklickt. Weiß ich. Hallo. Wir haben jetzt die Haare geflochten. Ja, so wirst du in Zukunft aussehen. Wie ein kleines Würstchen. Ich habe ja auch schon... Boah, die Musik ist immer noch so laut. Was ist das denn hier?
Oh Gott. Sie sieht aus wie Mini-Snape. Oder wie ein Pudel. Oh nee, das geht gar nicht. Was sind auf solchen Erweiterungen? Ach nee, komm schon. Gibt es denn hier keine gescheiten Personen mehr? Ja, das sieht aus wie Alma. Das ist ja langweilig. Und die Mützen sehen alle kacke aus. Bis auf den wunderschönen Alien-Kopf natürlich. Was ist das hier? Oh, ein geflochtener Zopf. Das ist doch irgendwie niedlich. Wobei, ich bin fast versucht, sie als Mini-Snape rumlaufen zu lassen. Emily, ab heute bist du Snape. Sind die Haare noch ein bisschen dunkler? Ach komm, ganz dunkel. Wer braucht schon, was ist das hier? Ach, das ist Glanz. So, perfekt. Können wir die eigentlich schminken? Irgendwie schwarz oder so? Boah! Okay, nee, das ist ein bisschen viel. Wofür das Grufti-Kind? Was gibt's hier? Was ist das? What the? Was zum? Ach, das ist ja schön. Das unterstreicht auch irgendwie ihre Persönlichkeit und so. Was ist das? Wow, Augen. Aww. Was ist das? Auch nochmal Alien-Augen. Wow, okay. Nee, das lassen wir auch mal ganz schön bleiben. Emily ist fertig. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Musik leiser stellen, weil ich muss die hier so richtig überbrüllen. Und dann übersteuere ich wieder und das wäre nicht so schön. Machen wir mal ganz kurz Pause. Opciones. Musik. Und so. Okay. Ah ja, ich habe jetzt hier hinten übrigens so end den Protzclub hingebaut, ne? Kann man noch nicht besuchen. Und hier eine Bar. Und ich will hier hinten noch so totale Partymeile hinmachen. Eigentlich wollte ich das erst hier oben hinbauen, aber ja, ich musste erfahren, dass man keine neuen Grundstücke da oben hinbauen kann. Deshalb habe ich halt jetzt hier unten noch eins hingesetzt und dann das hier und dann hier noch Ewigkeiten rumgetan. Und ja, so war das. So, dann spielen wir jetzt mal weiter. So! Ist so. Okay, Oma steht auf. Chantal? Chantal? What the? Was? Rennt die hier gerade nackt rum? Vorwerfen eine Diva zu... Chantal! Kannst du mal aufhören, nackt durchs Haus zu rennen? Okay, anscheinend stimmt irgendwas mit ihrem... Ah! Und glätzen Johnny! Nein! Nein, bitte! Bitte, ändere noch dein Aussehen. Ich kann dich so nicht in die Schule schicken. Und du ziehst dir jetzt bitte was an. Mädel, geht doch nicht. Sasko. Hallo Johnny, du bist wie immer wunderschön. Nicht. Boah, jetzt haben wir hier Anti-Party-Frisuren. Jetzt können wir ja doch noch so einen Boyband-Boy aus ihm machen. Ach, ist es nicht die Fridolin-Schlömpel-Frisur? Was haben wir denn hier? Oh. Ah. Mhm. Ach, ist das schön, neue Frisuren zu haben. Ist ja doch gut, dass er die Glatze hat. Sonst hätten wir das hier niemals in... Oh Gott, wie abgeschleckt. Hätten wir das niemals entdeckt. Kryptische Zeichen und so. Gibt's auch neue Mützen? Was ist das? Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Okay. Das kann man jetzt so lassen?
Muss man aber nicht. Sehr langweilig. Nee, wir nehmen hier eine von den Boyband-Frisuren. Wenn schon, denn schon. Die sieht irgendwie kompliziert aus. Was war das hier nochmal? Nee, das hier hinten sieht doch scheiße aus. Wer läuft denn so rum? Nein. Wir nehmen die hier, die so... Oder das hier. Das hier sieht irgendwie witzig aus, diese... Nee. Ja, ich bin heute wieder sehr entscheidungsfreudig, merkt man, gell? Nee, kommt, wir nehmen den Mist hier. Irgendwie so die richtige Frisur für Johnny finde ich noch nicht. Ich werde nochmal schauen, ob wir denn nicht irgendwie so ein bisschen Custom-Zeug finden. Jedenfalls hat er gut jetzt wieder Haare und das ist doch alles, was zählt. Stand hier nicht gerade irgendwas von 7.30 Uhr? Warum hat er jetzt da unten im Bild einen Hut auf? Was soll das? Hey, das Spiel. Ich habe das jetzt ganz schnellstens installiert, damit ich heute noch ein bisschen aufnehmen kann und ich traue ihm langsam nicht mehr. Aber na gut, ich habe auch übrigens beschlossen, jemanden kennenlernen. Das kann ja nicht so schwer sein. Dass wir schauen... Moment! Oh Gott, das sieht irgendwie... Ach, egal. Dass wir schauen, dass wir einen Haufen Geld zusammenkriegen und dass wir die Guten dann hier ausziehen lassen und sie ein größeres Haus bekommen. Ja, das ist der Plan. Nicht Chantal, sondern Oma. Bitte das Frühstück servieren. Waffeln! Gewinne Johnny als Freund? Herbstsalat zubereiten. Ist es mit dir? Könnt ihr schon in die Schule? Nee, noch nicht, gell? Du hast nichts zu tun, klein Emily. Guck doch ein bisschen Fernsehen. Ja, spiel ein bisschen Computerspiele. Johnny, hattest du nicht gerade noch Hunger? Ess noch ein Müsli vor der Schule. Chantal hat in ein paar Tagen Geburtstag. Warum kaufst du dir nicht einen Geburtstagskuchen und veranstaltest eine Party? Was? Johnny hat was? Emily hat was? 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 2 Tage noch. Boah, der Ralf wird auch schon alt. Wie lange spielen wir denn schon mit denen? 85 Tage. Ja, okay, kommt hin. Was? Und wir haben noch gar nichts geschafft in diesem Let's Play. Okay, in den nächsten... Ja, ich habe jetzt einfach auf Ja geklickt, weil ich ja so schlau bin. Ja. Ja. Jeder Sim wird irgendwann mal erwachsen und jeder neue blablabla. Kannst aber auch in der Geburtstagsparty schmeißt. Boah, ist ja voll der Spoiler hier. Na gut. Ach, Ralf muss in die Arbeit. Ja, Ralf, lauf. Wird er von irgendwas abgeholt? Nee, dann halt nicht. Ralf. Boah, Chantal. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade? Habt ihr... Nach Mitteilung beim Online-Dating sehen. Ja. Chantals Haare sahen gerade gruselig aus.